Willkommen zurück zu Humanity. Wir haben Mental Block als Aufgabe oder als Name der Trial. Und wir lernen jetzt hier was Neues. Block Switches. These switches are activated by pushing a block onto them. The block must remain on top of the switch for it to remain activated. Okay, da in dem Tutorial war sehr interessant zu sehen, die hatten eine Stop-Command mit nutzen dürfen. Okay, also wir haben hier gleich von Anfang an, die sitzen in einem eigenen Block drin. Die müssen den pushen. Die pushen den. Deswegen der eine Block dann wiederum wird benötigt, um die zu aktivieren. Der fällt runter. Ich meine, am Anfang haben die ja nicht viel mehr, was sie tatsächlich tun können. Ist ja nicht so, dass ich was davon hätte, die jetzt nach links oder rechts zu schieben. Das Ding fällt runter. Then what? Deswegen, die fallen dann da runter. Ich starte einfach mal. Ich will einfach mal wissen, ob da irgendein Witz dahinter ist. Die schieben das ganze Ding. Richtig, die schieben nicht nur ein, die schieben das als Einheit. Ich denke, da hätte man vielleicht überlegen können. Ein bisschen nitpicky, I know. Dass man vielleicht ganz bewusst dann hier nicht so zwischenbereichert hätte. Man sagt, das ist einfach ein Klotz. Das wäre vielleicht noch einfach. Also, okay, also die Idee ist, die schieben das, schieben das, schieben das, schieben das. Bis ich... Okay. Sagen wir mal... Die haben das bis hierhin geschoben. Ihr lauft daran vorbei. Das Ding steht gerade hier. Steht hier. Schieb. Schieb. Laufen darüber. Laufen hier hin. Laufen so. Und dann haben wir schon das Problem. Achso, ich könnte es ja dann so schicken, oder? Wenn ich dem Ding dann noch sage, hey, da lang. Okay, gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier das richtige Feingefühl ist. So, doch, ich mache hier mal kurz und schnell. Also, die schieben, schieben, schieben. Ha. Es funktioniert noch nicht ganz. Die schaffen es zwar jetzt, das Ding da runter zu schleudern und darüber zu laufen, aber jetzt haben sie ja schon das Problem, dass der eine Command ihnen im Weg sitzt. Okay. Wir wissen also, das Ding wird nicht weiter als hierhin geschoben. Wir wissen... Der Baum steht da absichtlich, damit wir da keine Befehle geben. Okay, also sagen wir mal... Ich dachte wirklich, es wäre richtig, dass die... Das hier, aber wenn sie ja da ebenfalls rüberlaufen... Das Lustige ist vor allem, dass uns das noch nicht hilft. Im Idealfall wäre ja klar, wenn wir die von hier pushen könnten, dass das Ding einfach nur runterfällt. Aber im Endeffekt müsste ich es jetzt ja irgendwie schaffen, dass sie dann da runterspringen. Deswegen, das Ding steht jetzt hier.
Die fallen hier runter. Das ist alles nicht so simpel. Aber vielleicht ist der Witz... Lass mich das nochmal testen. Okay, die schieben das Ding. Irgendwann hören sie eh auf. Irgendwann müssen sie eh aufhören. Okay. Was bedeutet, wenn ich jetzt einfach sage, geht dann hier lang, dann geht das in Ordnung. Dann brauche ich nämlich den da nicht. Das heißt, wenn die dann hier runterfallen... Meine Herausforderung muss ja sein... Sagen wir mal, ich mache das so. Dann schieben die nämlich sofort dagegen. Dann machen wir das so, so. Lassen die wirklich einfach nur noch dahin laufen. Den mitnehmen. Das könnte es sein. So, den Anfang, weil wir ihn schon ein paar Mal gesehen haben. Schieb, schieb. Dann fallen sie da runter und können das so nicht mehr machen. Gut, sie laufen. So. Das kennen wir auch schon noch. Jetzt buppen die das Ding da runter. Schön. So, jetzt müssen sie da runtergehen. Das Ding erneut zu schieben. Damit haben wir zum ersten Mal jetzt auch das da freigeschalten. Jetzt bekommen sie den, sagen wir mal, wirklich Befehl, damit aufzuhören. Laufen da hoch. Wunderbar. Hooray. Oh, und auch wichtig zum Beispiel hier, ich kann nicht doppelt A drücken, um in irgendjemanden reingebracht zu werden. Ja, weil alle Befehle deaktiviert sind. Okay. Da war für eine Sekunde am Anfang noch nicht so ganz klar, wie ich das schaffen werde. Aber im Endeffekt war es machbar. Wie sieht es jedoch mit denen hier aus? Missing Link und Reverse Course. Angeblich wieder knackigere Level. Oh, great. Okay, wir haben wieder Leute, die da oben stehen. Oh. Okay. Unsere Leute kommen hier raus. Oh, no way. Also ich denke, es sollte klar sein. Das Fiese ist wirklich, der Goldie muss hier auf seinen G-Punkt. Aber alle anderen müssen darüber kommen. Wir dürfen zweimal Branching sagen. Ich brauche also ganz klar Leute, die pushen und Leute, die da hochgehen. Okay, also meines Erachtens, der Branching Point muss hier vielleicht sein und gleich wieder hier. Wird wir Leute definitiv haben, die ihn dann hier schieben. Oder? Genau, vielleicht ist der zu früh. Zu spät. Zu spät sogar. Wir brauchen nämlich definitiv Leute, die... Oh, das wird zu fies. Ich muss aufpassen, dass Leute gerade eben nicht... Hey, Goldie darf nicht hier runterfallen. Oh, das wird so fies. Wo setzt man hier den Branching Point? Deswegen, man könnte natürlich ganz einfach sagen, okay, ihr lauft dann hier entlang. Um das Ding zu schieben. Der Witz muss dann auch sein. Ich denke, ich muss es dann so machen. Oh, wie zum Kuckuck schiebe ich das, ohne dass ihr euch komplett doof damit anstellt. Oh, shoot. Oh, no. Das Problem ist ja im Endeffekt... Deswegen die Überlegung einfach, oh ja, man lässt den einfach hier so drehen, ist gar nicht so einfach. Ach du heilige Makrele, wie mache ich das? Das Problem ist ja, sagen wir mal, hier würde ich ein Command setzen, dass sie aufhören. Dann steht das Ding trotzdem da drüben.
Oh, der wird nicht einfach. Der wird so überhaupt nicht einfach. Deswegen interessant ist es definitiv, dass die hier existieren. Vielleicht ist so wirklich der Witz, dass man... Aber nee, wir brauchen eigentlich Leute, die da A hochgehen und den dann darüber spazieren führen. Das heißt also, ich brauche oder darf nicht beide Branching hier unten nutzen. Aber ich kann auch nicht sagen... Ich habe leider nicht sowas wie einen Stoppbefehl, wo man sagt, der Stopp ist irgendwie hier gesetzt und dann hier, wenn er dann wieder rüberkommt oder ähnliches, sind ja immer an Blöcke mehr oder weniger befestigt die Commands und nicht an Areale. Okay, also ihr läuft los, werdet aufgeteilt. Das Level... Schade, dass man hier nicht so direkt den Namen nochmal einsehen kann. Aber manchmal ist es ja vielleicht so ein Hinweis. Also sagen wir mal, die würden jetzt darüber laufen. What now? Wir hätten Leute, die da hier schieben könnten. Aber das Problem weiterhin ist ja, die schieben ja nur so ein bisschen. Okay, sagen wir mal, wir hätten jetzt die Leute, die das hier rüber schieben. Dann müssten sie ja hier aufhören, um ihn da reinzuschieben. Um dann wiederum da hoch, da rüber, da runter. Ihn dann da wieder reinschieben. In der Hoffnung, dass dann die neuen Leute, die kommen, das gleiche wieder machen. Während gleichzeitig aber auch jetzt dann die andere Truppe dahin läuft. No way. Ich glaube, also... Das ist so der erste Schritt, der nachvollziehbar ist, aber mein Problem ist ja, der Kollege da oben, der muss ja da schon ganz langsam entlang stolzieren. So, wir machen das auch mal wirklich ganz kurz ein bisschen langsamer. Also, den teilen sich jetzt hier einmal auf. Es könnte zum Beispiel auch hier das Problem sein, dass die erstmal den langen Weg latschen. Deswegen, aktuell machen die ja erstmal noch nichts. Aber vielleicht ist das genau richtig. No, never mind. Deswegen, jetzt habe ich das Problem, was mache ich, wenn jetzt hier so ein Idiot runterfällt? Einzige, was ich wirklich versuchen kann, wenn sie da runterfallen, ihnen zu sagen, dass sie hier wieder hochlaufen sollen. Gefahr ist nur, jetzt, wo Leute hier lang laufen, könnten sie mir hier Probleme machen. Ja, ja. Das ist es alles noch nicht. Das Problem ist definitiv, dass sie hier zu lange brauchen. Vielleicht ist der Witz, dass die vordere Gruppe diejenige sein muss, die den Schub hier schon machen. Aber ich brauche ja hier diesen Platz. Klar, wenn ich das Zeug darüber bringe, sieht es vielleicht anders aus. So, ihr fallt da jetzt einmal runter. Das ist nicht schön, das ist nicht ideal. Ja, aber du bist doch in die falsche Richtung gelaufen. Ha. Okay, also das ist definitiv ein Problem. Sagen wir, wir tauschen, wie sie das angehen. Das heißt... Die laufen den Weg. Gehen da wiederum hoch. Wir sagen, die Leute, die hier lang laufen, machen hier den Push. Gott, es klingt jetzt so ein bisschen doof, aber jetzt muss man genau überlegen, wenn man das andersrum spielt. Okay, also die laufen normalerweise bis da hinten hin. Jetzt würde ich sagen, die laufen da bis da ganz hinten hin. Ich denke, das Wichtige muss tatsächlich sein, dass die hier relativ zügig das starten.
Ja, okay, also die starten das. Jetzt muss ich ganz genau überlegen, wie ich das mache. Warum hat das beim anderen Mal... Beim anderen Mal hat es funktioniert, weil sie gerade eben sich Zeit lassen durften. Meine Gefahr ist wirklich, dass wenn die diesen Push so früh machen, dass ich niemanden hier drüben habe, der das wiederum stoppt. Weil das war ja im Endeffekt der Witz. Die laufen hier diesen langen Weg, um damit dann am Ende den Push zu machen, aber gleichzeitig Leute zu haben, die hier wiederum schon sind. Und dementsprechend, wenn hier keiner ist, schieben die das Ding bis dorthin und dann ist hier Ente. Okay, also einfach switchen ist nicht. Das heißt also, mein System funktioniert noch nicht. Habe ich eine Möglichkeit, Zeit zu schinden? Ehrlich sind eigentlich auch nicht wirklich. Habe ich was davon? Das Doofe ist definitiv, du darfst eigentlich nicht runterfallen. In der Sekunde, in der du runterfällst, haben wir ja gesehen, würden sie dann irgendwann hier hochlaufen und das Problem wäre, dass sie dann wiederum eine 50-50 Chance haben, in die falsche Richtung zu laufen, beziehungsweise das Problem ist ja, was ist das hier eigentlich für ein Command, wenn ich fragen darf? Ich glaube, das wird auch nicht hervorgehoben. Ist hier irgendein Witz dabei? Also, es sollte klar sein, der Kollege muss dorthin. Habe ich eine Möglichkeit, meine Leute aufzuteilen an anderen Branch Points? Sollte klar, also der hier fühlt sich sicher an, einfach weil woanders setzen würde mir nicht helfen, weil Leute müssen dorthin. Man könnte maximal halt sagen, dass wenn man den Branch anders aufbaut, dass zum Beispiel Leute einfach hier da hochklettern und dann wir Leute zum Beispiel hier haben, die dann einfach da lang laufen, um den dann wiederum mitzunehmen. Dafür müsste man mal einen cleveren Branch Point finden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den habe. Sagen wir mal, wir machen hier noch nicht den Branch. Habe ich davon was? Sagen wir mal, die laufen jetzt hier einfach. Ich laufe hier wirklich erstmal hier rüber. Laufen hier den Spaß. Aber irgendwo muss ich ja dann den Branch Point setzen. Irgendwo muss er ja dann mal passieren. Das ist, wenn man den Branch Point hier setzen würde. Oder hier. Haben wir Leute, die dann darüber laufen? Mit ein bisschen Glück anfangen zu... Ist das ein großer Unterschied? Hilft mir das tatsächlich nicht? Deswegen, also ich denke, man merkt schon, ich bin grundlegend zufrieden mit dem, was ich jetzt hier habe. Jedoch noch nicht so ganz mit... Ja, okay, ihr müsst da schon... Noch eine Ecke hier mitnehmen. So. Ist das wichtig, in welcher Reihenfolge sie dann hier laufen? Im Endeffekt können sie sich damit erstmal ein Command... Ne, wir brauchen die ja hier. Wir brauchen ja die Leute, die da lang laufen, nachdem wir schon angefangen haben zu pushen. Okay, also. Sie laufen. Gehen diesen ulkigen Weg. Joink, joink, joink. Ist da in der Mitte, ist erstmal noch egal. So, jetzt werden sie hier aufgeteilt. Laufen da hoch, teilen sich hier. Na, ist alles zu früh. Ist alles zu früh. Jetzt dürfte er hier gerade erst rüberlatschen. Oh, da ist eine Sprungfunktion. Das ist eine Sprungfunktion. Okay, ich will mal ganz kurz nochmal testen. Ist das einfach nur ein 50-50? Er hat ja zweimal Pech gehabt. Das ist eine Sprungfunktion. Das heißt also, wir müssen das Ding gar nicht mal versuchen zu drehen.
Ich meine, so wie ich das spiele, ist es, denke ich, immer noch nicht unbedingt verkehrt. Jetzt läuft er da lang. Warum läufst du auf einmal komisch? Ist das wirklich einfach nur, man muss den 50-50 treffen? Das kann man bestimmt anders bauen. Aber ich hab's geschafft. Hooray! Oh. Ich nehme das einfach so mit. Das war nicht richtig gespielt, aber gut. Okay, aber es gibt noch einen weiteren. Reverse Curse. Ah. Wir haben Turn, wie gewohnt. Wir haben High Jump und Float. Und beide können wir nur jeweils zweimal einsetzen. So, ihr werdet grundlegend gezwungen, da runter zu latschen. Ich guck mal ganz kurz, was die tun, ja? Die laufen los und fallen wie arme Säcke ins Nirgendwo. Und ich habe auch meines Erachtens keine Möglichkeit, da hinzukommen. Okay. Meine Überlegung muss sein, die sollen loslaufen. Die laufen los. Die müssen die Idioten einsammeln. Sagen wir mal, die laufen hier so lang. Hosch. No. Okay, also wir haben jetzt hier natürlich wieder das Problem, die müssen schon an gewissen Punkten aufhören. Logischerweise da, wo das Zeug aktuell steht, kann ich nicht viel gegen machen. Also ich denke mal, die Idee soll sein, Float, High Jump. Float, High Jump. Und die Idee muss sein, dass sie das Ding, glaube ich, hier hinbringen. Dass es da runterfällt, sich an dem da festhält. Ist das richtig, ist eine andere Frage. So. Spielen wir eine Testrunde. Die laufen los, laufen da hoch. Laufen so, laufen so. Die schieben das Ding bis hier hin, was also dann hier ist. Schieben, schieben. Wie weit müssen die schieben? So, die stehen hier, die pushen das Ding einmal. Oh, bringen die sich damit selber um, wenn sie nochmal pushen? Machen wir mal den Test. Will gar nicht großartig mehr hier machen. So. Oh. Okay. Die müssen dann also noch ein kleines bisschen anders laufen. Richtig, hier ist Zeug einfach noch im Weg. Wie sieht das aus? Die laufen los, gehen da hoch. Da hinten fliegen sie alle runter. Wie geht's so? Little Bush, Little Bush, Little Bush. Okay. Das ist schön und gut. Ist nur nicht genug, um das zu lösen. Okay. Dann sagen wir, wir lassen das. Ich das? No. Niemals. Wir sehen ja, wie die Armen. Deswegen in der Theorie ist das nicht verkehrt. Aber das hier ist zu wenig. Deswegen, das tut's nicht. Huh. Wie schiebt man das, ohne sich dabei seine eigenen Arbeiter zu zerlegen? Habe ich eine andere Möglichkeit zu schieben? Vor allem, wie schiebe ich das, ohne dass ihr euch dabei zu doof anstellt? Müssen die dann wieder zurücklaufen? Aber wenn sie zurücklaufen, kann ich das nicht mal umsetzen, so wie ich es aktuell habe.
Und das Doofe ist ja halt, ich habe limitierte Anzahl an Leute, die das machen können. Und nicht alle von denen pushen gleichzeitig. Heißt also jetzt hier. Deswegen, die Leute pushen einfach vorher zurück. Wie kann man das noch spielen? Oh. Reverse Curse. Boss. Das Ding muss also so hingebracht werden. Holy moly, really? Okay, sagen wir mal, die pushen. Pushen bis hierhin. Um dann hier aufzuhören. Okay, und dann denke ich mal, müssen wir das Ganze sogar so spielen. Okay, ihr lauft los. Ach du Heiliger. Nimmt dann den Idioten so bitte mit. So, die haben da den Push. Push, 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 push. Das wird dann bis hierhin gepusht. Die gehen so in Dank. Gehen da, 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 da. Nehmen das jetzt mit. Nope, das ist nicht notwendig. Dann ist hier schon die Kacke am Dampfen. Wie kann ich das so pushen? Ja, okay, dann können die das natürlich auch so machen. Ha, okay, also die pushen das bis hier. Dann push, 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 push bis hier hin. Push, 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 push. Und dann so. Okay, ihr läuft natürlich einfach nur gerade entlang. Ihr seid... wo fehlt's? Die laufen hierhin. Richtig? Ist das richtig? Jetzt gucke ich mir gerade die ganzen Pfeile an und bin leicht verwirrt, warum so Sachen sind, wie sie sind. Okay, der Anfang ist vermutlich richtig, am Ende muss ich vermutlich noch mal ein bisschen schnitzen. So, ihr schiebt das Ding. Wo kommt der her? Der Witz ist, die sollen pushen. Die laufen dort lang, warum existiert ihr? Oh, ihr existiert... okay. That's a problem. Die laufen. Push, das ist in Ordnung. Laufen dann so. Haben das dann dahingestellt, wo es dann hoffentlich richtig ist. Beziehungsweise, das ist dann jetzt falsch. Das muss jetzt dann andersrum sein. Das gleiche dann hier. Okay. Die haben das Ding bis hierhin gebracht. Sie laufen hier, sie laufen hier. Sie nehmen den mit, schieben das Ding. Bis hier, bis dorthin. Genau. Laufen dann da entlang. Push, 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 push. Und jetzt haben wir natürlich das Problem hier. Wie pushe ich das, ohne dass ihr euch dabei zu doof anstellt? Vielleicht muss ich das wirklich... Ich kann das nicht zu scuffed spielen. Sagen wir mal, ich schicke die ganz bewusst. Was passiert, wenn ich die von Anfang an so laufen lasse? So laufen, so laufen. Für hier wäre das kein Problem. Wie wäre das, wenn das hier dann gepusht wird? Push, push, push. Die würden nach oben laufen und dann zur Seite. Und dann lässt man sie den gleichen Weg hier nochmal laufen? No, das ist es leider noch nicht so ganz. Ja, hier ist wirklich eine Frage, wie man das Bescheid spielt. Hier darf ich nicht hin. Kann ich die... Das Problem ist, die laufen erstmal einen nach vorne. Kann ich die einfach hier verschieben? Kann ich die alle verschieben, damit ich dann auf einmal keine mehr von denen habe? Okay, ich habe mal 50-50 gemacht. Ich werde mal wissen. No way.
Du kannst den Spaß... Du kannst die Leute vorher anders aufteilen. Oh, und richtig, ich muss die ja dann... Naja, das ist... Ich bin sehr davon überrascht, dass ich so einen Schabernack hier treiben kann. Wenn ich es wirklich einfach schaffen würde, die da nach links und rechts aufzuteilen. Ich meine, ich will es nicht so spielen. Okay, also wichtig ist natürlich, wir müssen das Ganze dann hier hinschieben. Das heißt, wenn ich das jetzt so mache... Das Problem aber, dass sie dann hier wieder pushen. Wie schaffe ich es jetzt, dass sie dann da rechtzeitig aufhören? Ach, das ist ein Krampf. Deswegen wollte es ja ursprünglich hier hinschieben, was natürlich vollkommen Schwachsinn ist. Muss ich hier irgendwas treiben? Dass die erst einmal irgendwie so da rumlaufen müssen. Aber dann habe ich schon Probleme, dann halt wieder die zu bekommen. Der Anfang sieht so gut aus. Weißt du was? Ich spiele den Anfang mal ganz kurz so, wie er ist. Ich werde aber nur gucken, ob das wenigstens funktioniert, was dann die hier runterfallende Masse betrifft. So. Das Ding wird jetzt geschoben bis hierhin. Genau. So. Leute fallen da runter, nutzen das als Floating. Und springen weit genug, um theoretisch da hinzukommen. Nice. Also das würde es in der Theorie schon tun. Die schieben das Ding hier hin. Und jetzt müssten sie dort aufhören. So, gucken wir mal ganz kurz. Ist das hier notwendig? Ich glaube, das kann man nicht tatsächlich leicht anders spielen. Wie wär's, wenn ihr das so macht? So, dann haben wir nämlich jetzt hier Freiraum. Die schieben bis hier. Kann ich das weiterschieben? Nee, es muss schon dahin geschoben werden. Das heißt also, irgendeinen anderen Schabernack treiben. Wenn ich das Ding dann einabsichtlich so weit schicke, das hilft nicht. Also es sollte klar sein, diese Region hier. Das ist das ernsthafte Problem. Muss frei bleiben. Ich kann mir nicht... Die müssen aber dann hier Halt machen. Dort Halt machen. Es wäre hier. Es wäre hier im Weg. Kann ich das Ding irgendwie anders schieben? Na, im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass es hier Stopp macht. Das heißt, wir müssen anders schieben. Wie sieht's aus, wenn ich das alles ein weiter ganz bewusst schiebe? Die schieben dann bis... Ist ja auch wieder bis hier. Hier ist schon zu spät. Der letzte Schritt und ich krieg's nicht gebacken, Menno. Das Ding muss bis hierhin geschoben werden, aber das Ding wird ja schon dahin geschoben. Kann ich das irgendwie anders spielen? Ich versuch's ja schon. Vielleicht ist das der Witz. Vielleicht muss ich ernsthaft hier schon anfangen, anders zu spielen. Die laufen ein weiter, schieben dorthin. Aber then what? Dann ist auch hier der ganze Blödsinn im Weg. Vielleicht muss ich das so spielen, dass die gerade erst gar nicht das versuchen hier, den so früh einzusammeln. Wie wäre es, wenn ich sage, ihr lauft so entlang,
schieb das Ding. Macht hier Stopp. Push, 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 push. Und dann machen sie hier den Halt. Statt hier. Hilft mir das? Ansatzweise. Zu sagen so. Und dann macht ihr den Rest so. Dann werdet ihr auf jeden Fall das Problem laufen, dass ihr hier das Problem bekommt. Okay. Dann sagen wir, wir machen hier alles einen Schritt weiter. No, und dann läuft ihr da an das Problem. Verdammt. Kann doch nicht so schwer sein, diese Push-Commands gescheit zu setzen. Ich habe mal alles wieder rausgeworfen. Einfach weil das, was wir hier aktuell haben, einfach nicht funktioniert. Das ist wirklich halt hier. Dieser eine Punkt, da scheitert's. Der oder logischerweise der hier. In der Sekunde, in der ich den Eimer verwendet habe, funktioniert dann der andere nicht mehr. Also ich muss das irgendwie anders aufbauen. Sagen wir einfach mal, ich bleibe einfach mal hier in der Richtung. Die laufen so, so. So, das sieht grundlegend erstmal in Ordnung aus. Die große Frage ist jetzt, sollen die den hier so entlang schieben? Gleich direkt hier? Es wirkte relativ gut, wenn das dann so wäre. Und dann gibt es eine Alternative, die ich testen muss. Also sagen wir mal, wir machen das übliche Spielchen. Die gehen da lang, da lang, da lang. Okay, die schieben, 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 schieben. Die müssen hier aufhören. Sagen wir also mal hier. Und ich hatte bisher ja immer das so gedacht. Habe ich was davon, das nicht zu verschieben? Statt so. Hätte ich davon was, das so zu spielen? Ich meine, damit könnte man natürlich dann sicherstellen, dass das Ding hier zum Beispiel entlang geschoben werden kann, ohne dass hier ein Command wäre. Ich mich dann wieder frage. Okay, wir spielen das mal so. Wir schieben das so. Push, push, push. Dann sagen wir, wir machen hier Halt. Sagen dann. Oh, wie hätte ich das gemacht gehabt? So schieben. Dann nach oben zur Seite. Den Blödsinn mitnehmen und dann so. Dann schieben, 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 schieben. Oh, funktioniert das so? Wenn ich jetzt sage, so einfach. Dann hören die hier auf und dann so? Ist es das? Ich wollte nicht wissen, wie lange ich hier dran gesessen habe. Deswegen, die laufen hier. Die schieben das bis ganz nach außen. Oh ne, hier. Okay, 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 okay. Vielleicht muss ich hier tatsächlich einfach genau das gleiche machen wie gerade eben. Dass die alle einfach ein weiter drüben sitzen. Ist das richtig? Genau, hier in dem Fall müssen die sogar, glaube ich, noch ein weiter, damit die sich hier nicht im Weg stehen. Wie sieht denn das aus? Making push, push, push. So, damit ist das durch. Wir laufen hier lang, machen das. Hier läuft einmal den langen Loop. Damit haben wir den eingesammelt. So, die schieben das bis dorthin, hören auf. Pushen den da. Und laufen einfach rein. I did it! Jetzt fehlen nur noch die einen, die da den letzten Sprung machen. Holy moly! Damit hätte ich nicht gerechnet. Das Ringmann würde denken halt, ja, zur Seite rüber und wieder zurück und dann würde das
Aber dass man das einfach nur so ein bisschen weiter auseinanderzieht, dann funktioniert das schon. Unglaublich. Ha. Huh. Ja. Bin ein bisschen sprachlos. Jetzt fehlen uns nur noch zwei. Okay, die gibt's trotzdem erst beim nächsten Mal, denn ich saß so lange hier dran. Da muss ich einfach kurz hier Halt machen. Denn ich gehe davon aus, dass gewisse Sachen logischerweise weiterhin im Video bleiben müssen, um ein bisschen zu zeigen, wie ich an dieses Puzzle rangegangen bin. Und nicht nur halt einfach, wo ich hängen geblieben bin. Und dann Finale, hey, ich hab's geschafft. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal, bis dann.